Was? Shiva? Nee, Shiva, nee. Ifrit. Ifrit ist halt groß und stark und sieht halt böse aus. Ich finde die am coolsten. Gut, dann reden wir mal mit Kaktor. Schut, schut. Right, tickets, please. Nach Norden. Go on then, all aboard. Da ist kein Zug. Schut, schut. Lichterwald, ja, wusste ich doch, dass wir da hinkommen. War so klar. Holy maze! I could stare for days at this place. Looks like we're gonna have to find a way through. Das ist doch kein Problem. Anzünden. Mit Anzünden kannst du störende Pflanzen verbrennen oder Eis wegschmelzen, das dir den Weg versperrt. Oh, und du kannst Zündschnuren damit anzünden. Jawohl. Anzünden lässt sich immer dort einsetzen, wo du ein Feuersymbol findest. Hol einen Mirage, die Anzünden erlernt hat, in deine Gruppe, untersuch das Symbol und warte, was passiert. Jawohl, habe ich verstanden. Hierfür brauchen wir also Anzünden. Ich hätte zwar auch gern zerschmettern, aber ich habe gehört, dass Kupferzwerg, wenn der sich entwickelt, zerschmettern lernen kann. Und hallo Zimtstern und wer noch so alles dabei gekommen ist, falls noch irgendjemand dazugekommen ist. Und wieso, was hast du gegen das Spiel jetzt hier? Das ist super, das Spiel. Ich sehe das zu niedlich. Oh, hier können wir wieder neu einfangen. Haben wir die nicht schon? Das sind noch Moose. Die haben wir schon. Boah, ist ja langweilig. Wir haben schon Moose. Mit dem Goblin auf dem Kopf. Klassiker. Zack, erledigt. Easy. Was? Aua, lass das. Blöde Moos. Der Christe. So, dann machen wir jetzt Doppelschlag und dann müsste er eigentlich weg sein. Sehr gut. Yay, Stufenaufstieg vom Chocobo-Küken. Und vom Goblin. Müssen wir bald mal wieder reingucken. Echt? Zimtstern, du bist doch 18 oder nicht? Und bist 20 Jahre zu alt für das? Okay, das ist natürlich... Das ist natürlich dann schon hart. 2 Büschel Memoria-Kraut. Aha, wir haben also Kraut gefunden. Geil, das können wir bestimmt rauchen. Bis dann. So, da oben können wir lang. Ich würde mir das Spiel vorhin, Laila. Das ist echt cool. Außerdem ist es so furchtbar süß. Natürlich ist es schön, das ist, ne? überwältigen brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Eigentlich normal angreifen. Machen wir auf Mu. So, hier, die muss angreifen mit Doppelstoß. Das ist viel besser. Wenn sie nicht will. Wenn sie mit so viel Niedlichkeit nicht um kann. So, Fertigkeit, Doppelstoß. Nicht jetzt Diabetes hier. Good job. Hey, Goblin. So, da oben konnten wir jetzt lang. Ich will aber nicht da oben lang, sondern ich will erstmal gucken, was hier hinten noch. Eine Truhe. Phönixfeder. Brauchen wir eh nicht. Ne, warte mal, haben wir doch schon mal gebraucht, ne? Na gut. Kein nichts gesagt. So, über die Wurzeln. Bäh.
Surprise! Opportunity knocks! Ha. Oh, ich will den Vogel haben! Oh Gott, ich will jetzt unbedingt den Vogel haben. Der ist viel besser als der Goblin. Okay, Vogel haben wollen. Muss mal die Leute hier zusammenschlagen. Erstmal die kleinen. Da kriegt man direkt Diabetes. Ja, es könnte bei dem Spiel hier passieren. Das ist einfach zu niedlich gemacht. Aber vielleicht kann man ja sagen. Kann man ja Square Enix anschreiben. Wegen eurem Spiel habe ich Diabetes bekommen. Vielleicht kriegt man ja Schadensersatz oder so. Man weiß es ja nicht. Man kann es ja mal ausprobieren. Und ich will den Vogel jetzt haben. Jetzt löst euch auf, blöder Stapel. Na, gut. Okay, ja. No trouble at all. Ja, ich weiß, in der letzten Folge habe ich die Phönixfeder gebraucht. Aber auch nur, um zu zeigen, wie das geht. Die hätten wir sonst nicht gebraucht, aber ich musste halt zeigen, wie das geht. Weißt du, als Let's Player muss man das halt auch machen. Man muss halt alles zeigen, auch die Tode. So. Müssen wir eigentlich mal ein bisschen heilen? Nicht wirklich. Kann ich eigentlich auch Fertigkeit? So, das Chocobo-Küken. Kann ich das einsetzen? Nee. Schade. Ich dachte, wir könnten das einsetzen dann so im Dinger. Dann machen wir einen ganz normalen Heilentrank. Zack, zack, zack. So. Der braucht das hier nicht wirklich. Ich gehe nicht Game Over. Glaubt mir. Der Zug ist abgefahren. Whoa. How are we supposed to get past these vines? What's this symbol? That's one of Inna Crow's the patented sizzle symbols. So Wahnsinn. She got it patented? That's your cue to the Brain Alana Mirage that's learned the sizzle ability. And if you don't have a Mirage with the sizzle ability just yet, you're sure to find one close by. So keep looking. Aha. Ich finde, los, Ifrit! Ja, verbrenn den Baum. Wow. Nice. Ja, war total beeindruckend. So, jetzt muss aber was Spezielles geben. Ein Blitzsamen. Ist der Wahnsinn. Wurde dadurch Flash geboren? Durch einen Blitzsamen? Diese Pilze hier, ne? Die leuchten so komisch. Müssen die Pilze so leuchten? Now, go for it! Surprise! Hund! Hund! Also, so in etwa Hund. Den muss ich einfangen. Der wird eingefangen. Los, Pokéball flieg! Gott, wir müssen uns eigentlich nur Hunde machen. Wirklich. Weißt du, da trinke ich jetzt erstmal. Jetzt bin ich beleidigt. Wo ja mal was trinken hier. Hey, wir dürfen gleich nochmal fangen. Der Hund ist zum Glück arschlangsam. Boah, gibt's ja nicht. Komm her, du Nase. Aua. Die blöde Sau gerade gekontert. Boah, Mann, was ist denn da los, du blöder Hund? Ach, der ist total schnuffelig. Meine Männlichkeit wird hier voll unterdrückt bei diesem Spiel. Das ist furchtbar. Sehen alle so furchtbar widerlich niedlich aus, alle. Oh, nee. Gleich töte ich ihn. Und hör auf zu kontern da. Ich kann ihn nicht noch mehr schwächen, denn stirbt er. Ich will nicht, dass er stirbt. Er ist mein bester Freund. Wir wollten die Welt bereisen. Jetzt haben wir ihn. Ja, sehr schön. Schwächen. Er kommt freiwillig zu uns, weil wir so Frohlich-Leckerlis dabei hatten. Das fand er halt sehr schön. Sehr schön. Na klar habe ich Platz für... Ja, nee, ich habe keinen Platz für ihn. Okay. Der landet schon irgendwo. Oh, der ist M. Oh, und der kann L werden. Oh, okay, Goblin, ciao.
Er ist zwar noch ein Baby, trotzdem sollte man ihn lieber nicht bei den Hörnern packen. Er will ganz groß rauskommen, wenn er mal groß ist. Und Vorsicht vor seinen gefährlichen Kontern. Hihi, den will ich haben. Den will ich haben. Baby Moth. Ja, Baby Moth ist ein schöner Name. Ja, ich bin sicher. Mitnehmen. Tja, tut mir leid, Goblin, aber deine Zeit ist um. Wo bist denn du? Also, es muss halt... Ja, ja, passt schon. Ciao. Den muss ich mitnehmen. Ich hoffe, das wird mir vergeben, dass wir den Goblin deswegen abgeben. Und uns dafür den Hund auf den Kopf setzen. Gott, ein Traum geht in Erfüllung. Einen Hund auf den Kopf haben. Baby Morph. Yeah. Das sieht doch schon gleich viel stabiler aus. Ich hab doch Platz. Ich hab die jetzt schon so... Das hat so funktioniert, Gott sei Dank. Schön. Den finde ich gleich viel cooler als unseren Goblin. So einen Goblin will auch keiner haben. Er sieht viel zu böse und gefährlich aus. Wir wollen lieber niedliche Viecher haben. 3 goldene Sanduhren. Oh, goldene Sanduhren. Rolex-Sanduhren quasi. Grimoire sure has no shortage of wonders, does it? I know. How high up are we? I wonder what would happen if we jumped. Hey, why don't you find out? Ich wollte gerade springen. Ja, okay, oh, da ist er. I won't hold back. Gut, ich sehe schon, Baby Moth war eine gute Entscheidung, dass wir den mitgenommen haben. Gut. Sehr schön. Amnesie-Schlag? Nein, nein, nicht verwirrt sein. So, und jetzt Konterhund. Warum huntert der Konter nicht? So, was passiert jetzt hier? Wir sind verwirrt. Ist das tragisch, wenn wir verwirrt sind? Wir können keine Technik machen. Wir können ihn wieder fangen. Wir haben aber nicht so einen Teil, ne? Ich will auch nicht noch so einen haben. Wobei, noch so einen? Ich weiß nicht. Ja, der Kupferzwerg. Na, komm. We did it. Good job. Nein, solange Ifrit noch niedlich, Alter, was ist denn los? Solange Ifrit noch niedlich ist, bleibt er bei Rühren auf dem Kopf. Und Sandy bleibt bei mir. Sandy bleibt immer bei mir auf dem Kopf jetzt. Das wird sich nicht ändern. Ich werde später auf Ifrit reiten, ja, aber. I'll pass. Nein, spring! Spring! Dein Leben hat keinen Sinn. Es ist alles zu niedlich. So, was ich jetzt mal nachgucken wollte, war hier. DP 1, 2, 6. Da können wir ja mal gucken, was der Neues lernen kann. Ich wette, der kann anzünden. Oh, den will ich haben. Ich will den noch größeren haben. Ich will alle haben. So, was haben wir hier? Statuswert, Horn. Oh, ein Behemoth-Prisma kriegen wir hier. So, welche Stufe? Level Stufe 23 muss er sein. Oder Stufe 30. Können wir uns fast noch so einen machen. Ich bin schon am Überlegen, ob wir uns noch so einen machen. Drei. Oh, Stärke können wir sogar noch. Machen wir Stärke erhöhen. Cool, wir können noch so ein Baby-Morph-Ding haben. Vielleicht. Vielleicht. So, sonst noch irgendjemand, der sich lohnt? 3. War nicht wirklich. Bei den anderen müssen wir noch warten. Was? Sandy kann sich in eine Sirene verwandeln? Kann sie dann auch so wunderschön singen? 2 Ballonshalter? Untersuchen? Stufe 13. Sollten wir hinbekommen, oder? Sollten wir das hinbekommen? Ich meine, ist Stufe 13. Ich meine, wir sind Stufe 8. Ich weiß nicht. Eigentlich. Erstmal heilen. Weißt du was? Komm, wir sind knallhart. Das schaffen wir. Und wie wir das schaffen, die werden sich wundern, wie stark. Was sind das denn für Viecher? Neue Mirage entdeckt.
Ja, wir sind schon mal schneller. Ich glaube, ich fange erstmal echt an mit Analyse. Erstmal können wir die einfangen. Mini-Lodon. Oh, geil, Mini-Lodon. So, Feuer. Und Wasser. Ach nee. Blitz. Verwende Feuerattacken. Entschuldigung. Feuer und Wasser. Okay, benötigt. Aha. Haben wir Blitzattacken? Feuerattacken? Na klar, wir haben noch Ifrit. Sehr schön. Dann kann Ifrit ja hier Feuer machen. Einfach mal auf den da. Bumm. Einfangen. Erstmal alle anderen zusammenschlagen. Den letzten fangen wir ein. Aua, beiß mich nicht. Aua, lass das. Aua, lass das. Jetzt wackel ich schon. Egal, macht nichts. Was? Ifrit fliegen? Was? Ifrit fliegen? Auf Ifrit fliegen? Das sieht hier ein bisschen aus wie der Sharknado, muss ich sagen. So, wir haben Fertigkeit. Wind höchstens, ja. Horn können wir noch einsetzen. Ja, komm, Attacke. Zack, in your face. In your face. Ich weiß gar nicht, ob Feuer jetzt besser ist oder nicht. Ich musste ja gucken, was stark gegen den ist, Sandy. Deswegen. Oh Mann, da müssen wir gleich erstmal Stabilisierung machen, bevor wir auseinander vorbeln. Jetzt geh doch mal auf den anderen. Oha. Das ist nicht gut. Ah, nein, auf den anderen. Verdammt. Noch wackeln wir. Verdammt. Scheiße. Verdammt. Nein. Babymoth. Es ist Babymoth. Nein. Du hast Babymoth getötet, du Monster. Okay, ich finde das gut, dass wir hier reingegangen sind. Ich könnte jetzt knallhart sagen, den fangen wir ein und dann gehen wir, aber ich möchte... Babymoth, lebe! Vielleicht hätten wir die... Wir brauchen auf jeden Fall keine Phönixfedern, ne? Oh, der ist, guck mal, der guckt ganz traurig, Babymoth. Oh, den müssen wir jetzt unbedingt knuddeln. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gerade sterben. Würde ich jetzt... Also ich will nicht sagen, dass wir gestorben sind, aber... Ich habe das... Hier, wir haben noch einen Mega-Phönix, dann beleben wir alle wieder, passt schon. Stapel. So, jetzt geht's uns wieder gut. Endlich. Normal Angriff. So, der erste Hai lebt immer noch. Was ist denn da los mit dem blöden Hai? So, jetzt aber stirb. So, der erste Hai ist tot. Warum müssen es auch gleich so viele sein? Das ist doch nicht normal. Oh, Schwachpunkt. Ach ja, wir haben Ifrit auf dem Kopf. Greif mal lieber wieder den anderen an. Fertigkeit. Wir könnten natürlich Windgeflüster hier machen. Um uns ein bisschen zu heilen. Machen wir auch. Oh, Schwachpunkt. Warum Schwachpunkt? Verstehe ich nicht. Hä? Wind? Wirklich? Habe ich mich verguckt vorhin? War nicht Feuer-Schwachpunkt? War Feuer und Wind? Ich bin jetzt verwirrt. Okay, das ist auf jeden Fall hart hier. Jetzt ärgert mich nicht. Voll ungerecht. Ich habe ja auch keine Phönix. Na gut, eine Phönix habe ich auch verwendet. Ja, die brauchen wir aber nicht nochmal. Ab jetzt brauchen wir bestimmt keine mehr. Wenn wir aus der Finstergruft gleich rausgegame-overt sind, brauchen wir sie nicht mehr. So, jetzt muss ich erstmal kurz Balancehalter und Heilung für den machen. Wir haben es ja da, ne? Wir haben es ja, weißt du? Gegenstand. Balancehalter, da. So geht's uns ja wieder gut. So, Gegenstand.
Heiltrank? Dann brauchen wir unsere ganzen schönen Heiltränke. Gut, wird wieder der andere angegriffen. Können die, warum können sie sich nicht entscheiden, wen sie angreifen wollen? Feuer? Der nächste ist auch gleich tot. Resistenz? Sollen wir es mal versuchen? Komm, wir werfen einfach mal den Pokéball hin. Komm schon.